Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rundles Monday. Und wir sehen ja hier was Neues in der Wohnung, war da liegt ein Magnet. Ein ultrastarker Magnet. Na, den kann ich brauchen. Aha, und er kann mal was hier brauchen, das ist ja was ganz selten, nicht wahr? Bis jetzt wollte er ja immer eigentlich alles nicht haben, aber irgendwie brauchen wir, müssen wir das Ding ranholen. Wir müssen vielleicht das miteinander kombinieren. Und vielleicht müssen wir da noch Klebeband drumherum machen. Ich bin fast sicher, dass ich mit dem Ducktape in meinem Inventar diesen Gegenstand verbessern kann. Aber wie? Aha. Vielleicht nochmal länger machen? Aha. Aha. Ach, jetzt hat er. Ach so, hat er automatisch gemacht. Verbessertes Teleskop-Lichtschwert. Aha. Kommen wir damit jetzt ran, ja? Bang. Puh, tja. War nicht einfach, aber jetzt habe ich einen schönen Magneten. Und ich weiß auch, für was ich den hier brauchen kann. Das können wir jetzt nämlich, glaube ich, für das Türschloss nehmen. Von dem Van. Dann haben wir nämlich einen idealen Griff, die Tür aufzukriegen. Warum muss anbacken und dann ziehen und dann sollte das eigentlich aufgehen. Ist aber nur eine reine Vermutung. So, Magnet. Gucken wir mal. Wo ist er? Hier. So. Ja, da war denn da ein Schwamm? Aha. Und ein Werkzeugkasten. Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Na, so ein Zufall. So, dann können wir gleich wieder abhauen hier. Weil, jetzt können wir den komischen Nerd eigentlich alle geben, was er braucht. Mehr wollte er ja nicht haben. Weil der wollte ja Lötkolben und Zinn haben. Und damit kann er unser Radio reparieren. Und jetzt auch immer noch nicht sehr für Radio das Radio denn brauchen. Aber das wird sich dann wahrscheinlich noch rausstellen. So. Lötkolben und Zinn. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Super. Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Ach komm, warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darth Klugscheißer. Na, wir haben doch hier noch Batterien. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Mehrere? Wird wahrscheinlich im Lichtschwert noch eins drin sein. Das ist das einzige elektrische Gerät, was wir im Inventar haben und was mir jetzt so spontan einfallen würde. Die Frage ist natürlich, wir müssen das ja irgendwie aufkriegen, aber vielleicht ist ja Charlie schon fertig mit seiner Reparatur von Hell. Klingt aber auch nicht so gut. Ah. Ich weiß, der gehört mir, aber ich nehme ihn nicht, solange Charlie herschaut. Glaub nicht, dass ich noch was Zusammenhängendes aus dem rauskriege. Außerdem will ich nicht unterbrechen. Ich mag den Song. Weiß nicht warum, aber das erinnert mich an eine Unterwasserstadt. Wie kriegen wir denn jetzt den Schraubenzieher, ohne dass er das mitkriegt? Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubenzieher wohl gar nicht geholfen. Nein. Das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Was weißt du denn schon? Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht. Ah... Sehr schön, gut, Schraubenzieher. Achso, den Schrauben, vielleicht ist ja da wirklich Batterien drin, ne?
Anders kann das Ding ja nicht funktionieren, war halt. Hier, hier und hier. Aha. Ich habe die Batterien rausgenommen. War ganz einfach. Sehr schön. Gut. Dann haben wir jetzt auch Batterien. So, hier. Bitte sehr, Kumpel. Zwei Batterien. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann! Ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Naja, da können wir ihm ja helfen, wa? Haben wir doch alles hier. Was zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Aha. Oh! Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Okay, das andere können wir nicht mehr aufheben. Hm. Aber ich habe da so eine Vermutung. Und zwar haben wir doch so einen komischen Plutoniumstab hier irgendwo. Vielleicht können wir das ja mal miteinander kombinieren. Das wäre sicher eine super Batterie, aber im Moment ist es nur ein Griff. Naja. Oder den Laser? Wäre toll, die Laserleistung mit Plutonium zu verbessern. Ich glaube bloß nicht, dass man das so macht. Oder den Laser mit dem Ding? Aha. Okay, das sieht gut aus. Lichtschwert ohne Batterien und jetzt den Puzzle im Stab drin. Jo. Kinder macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Als Kind sollte man auch kein Plutonium haben, wa? So. Nun bin ich ja mal gespannt, wa? Das müsste eigentlich das Laserschwert schlechthin sein. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. So wie das aussah, geht der Laser bis ins, bis in die Erdumlaufbahn und noch viel weiter. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Hm, können wir das gleich mal aufschrauben? Das muss nicht geschraubt werden. Hm, schade. Das ist ja mal ein widerlicher Schwamm. Mhm. Okay, also ich denke mal, hier können wir nicht viel mitmachen. Jetzt müssen wir mal überlegen, was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Wir müssen... Hätte ich eigentlich den komischen Magneten wieder mitnehmen können? Da habe ich jetzt ja nicht dran gedacht, ob man den vielleicht noch mitnehmen
sollte. Fahren wir nochmal schnell zurück. Ich hab den da einfach an der Tür dran gelassen, aber manchmal ist ja so, dass man dann Sachen doch nochmal ein zweites Mal gebrauchen kann und vielleicht nehmen wir den nochmal mit. Ach, guck an. Okay. Na, was machen wir mit dem Typen? Die Nagelpistole, die würde mich... Mit dem habe ich nichts mehr auszuhandeln. Aha. Und mit ihm? Ein Schuss in die Luft am herrlichen Tage reicht fürs Erste. Aha. Dann fahren wir mal in eine Kneipe. Vielleicht gibt's da mal was Neues. Machen wir auch schon eine Weile nicht. Warte mal, da ist doch... Der hat doch gerade die Münze hochgeschmissen und da war der, leuchtet der ist doch blau, blau, bläulich. Macht er das jetzt nicht mehr, oder was? Münze. Ja, Moment. Wir haben doch hier den super, super Pornomagneten. Nee. Mach! Doch. Hey, was glaubst du, was du da tust? Aha. Hey, was geht? Kenn ich dich? Nee, solltest du aber. Hör mal, ich warte hier nur auf jemanden. Wenn du also nichts dagegen hast... Störe ich? So ein bisschen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ein Typ, der wie Travis aussieht, bedroht mich. Wie wer? Ah, mir ist gerade eingefallen, dass ich dich hasse. Wiedersehen. Ja, hau ab. Ein Anti-Establishment-Nerd. So. Und sagt Doc hier zu dem Fall? Hey, wie geht's denn heute so, Pater? Ist klar. Sehen Sie, tut mir leid, dass ich Ihnen gestern die Kreide geklaut habe und dass ich versucht habe, Sie zu vergiften. Wissen Sie, ist einfach so passiert. Obwohl, jetzt wo ich darüber nachdenke, technisch gesehen sollten Sie sich gar nicht daran erinnern. Also vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe. Braver Junge. So. Hat sie nur irgendwas zu sagen hier? Wie geht's, Elaine? Seit du hier bist, bin ich unruhig. Heißt das, du hast Schmetterlinge im Bauch, sobald du mich siehst? Eher Barracudas. Elaine, ich bin's doch bloß. Du musst nicht gleich weiche Knie kriegen, wenn ich dich anlächel. Okay, gut. Weil ich nämlich keine habe. Ich kenn dich doch, Elaine. Ich weiß, wie du dich fühlst. Dann weißt du ja, dass mir gerade schlecht ist. Ach, weißt du, ich glaube nicht, dass die schnippische Tour das beste Mittel ist, das Herz eines Mannes zu erweichen. Wär dir eine Schraubzwinge lieber? Hör mal, Elaine, wir müssen dieses Spielchen nicht mehr durchziehen. Ich weiß, dass du mich magst. Das Einzige, was ich an dir mag, Randall, ist, wenn du wieder gehst. Wenn ich sage, ich werde unruhig, wenn du reinkommst, dann nur, weil ich nicht weiß, ob du ein kotwerfendes Tier dabei hast oder deinen kotzenden Freund. Beides ist nicht so gut. Macht das die Sache etwas klarer für dich? Wow, das war ja... Die Wahrheit. Okay, ich verspreche mich von jetzt an zu benehmen. Vielleicht kann ich ja alles wieder gut machen. Ach komm schon, Randall, vergiss es. Okay, also sie hat dann eigentlich auch eine Schneue, denn ja, irgendwie müssen wir an die Münze rankommen. Das schreit ja förmlich danach, aber wir mussten den irgendwie ablenken oder so. Fass ich nicht an. Warum denn nicht? Fass ich nicht an. Hm.
Nehmen Sie mal den Magneten mit dem Entenschnabel. Eher nicht. Nee, schade. Eher nicht. Partytröte. Dann müssen wir den doch einfach ablenken. Ein Regenrohr. Ein Loch? Da ist ein Loch im Regenrohr. Warte mal, jetzt habe ich ja mal eine ganz wahnsinnige Idee. Wir haben doch jetzt gerade das Rohr. Was passiert, wenn ich das Radio an das Rohr halte? Und, schmeißt er jetzt mit der Münze? Aha. Hey, was glaubst du, was du da tust? Es scheint aber nicht verkehrt zu sein, ne? Hey, was schleißt du hinter meinem Rücken rum? Mach dich mal locker, Kumpel. Bleib mir fern.